Würzburg, 8. November 1895. Ein Fenster im Erdgeschoss des Physikalischen Institutes am Pleischerring ist noch spät an diesem Freitagabend erleuchtet. Der 50-jährige Wilhelm Konrad Röntgen arbeitet noch an einem Experiment. Ganz allein in dieser Nacht macht Röntgen eine epochale Entdeckung, die die Geschichte verändern solle. In dem abgedunkelten Raum sieht er plötzlich einen abseits stehenden Kristall aufleuchten, obwohl dieser von keinem Lichtstrahl getroffen wird. Röntgen bemerkt, dass der Kristall nur dann fluoresziert, wenn in der Röhre eine Funkentladung stattfindet. Schnell stellt er fest, das Aufblitzen des Kristalles muss also irgendwie von der Röhre verursacht werden. Mit der Erkenntnis bringt Röntgen verschiedene Materialien zwischen Röhre und Kristall und beobachtet, dass Holz, Papier oder ein Tuch den Effekt nicht oder nur sehr wenig verändern. Mit Blechen aus Platin oder Blei lässt sich hingegen die Leuchterscheinung abschirmen. Von der Entladungsröhre geht offenbar eine bislang unbekannte Art von Strahlung aus, die viele Materialien ungehindert durchdringen und in bestimmten Stoffen Leuchterscheinungen hervorrufen kann. Die Röntgen- bzw. DX-Strahlen sind entdeckt. Sie sollen wie kaum eine andere Entdeckung Wissenschaft, Technik und Medizin des kommenden Jahrhunderts revolutionieren. Röntgen muss sofort geahnt haben, welche Sternstunde der Forschung ihm jene Novembernacht beschert hat. In den folgenden Wochen arbeitete er fieberhaft Tag und Nacht, um die Eigenschaften jener geheimnisvollen Strahlen zu ergründen. Dennoch verriet er niemanden den Grund für sein außergewöhnliches Verhalten. Einem Freund vertraute er an jenen Tagen an: "Ich habe etwas Interessantes entdeckt, aber ich weiß nicht, ob meine Beobachtungen korrekt sind." Und seiner Frau verriet er: "Ich mache etwas, wovon die Leute, wenn sie es erfahren, sagen werden, der Röntgen ist wohl verrückt geworden." Bei seinen Versuchen verwendete Röntgen eine Pappe, die mit Barium, Platin und Cyanid beschichtet war. Denn diese fluoreszierenden Substanzen werden durch die unsichtbaren Strahlen aus der Röhre besonders gut zum Leuchten angeregt. Als er seine Hand zwischen Röhre und Leuchtschirm hielt, erkannte er dort den Schattenwurf seiner Fingerknochen. Das erste Röntgenbild. Auch bemerkt er, dass die neuen Strahlen in der Lage waren, fotografische Filme zu schwärzen. Somit war es möglich, Teile des menschlichen Skelettes abzubilden. Während die Strahlen von Knochen weitgehend absorbiert werden, können sie Weichteilgewebe wie Muskeln gut durchdringen. Eine der ersten Aufnahmen war das Bild von der Hand seiner Frau. Bei der Übergabe des Manuskripts soll er zu seiner Frau gesagt haben: "So, nun kann der Teufel losgehen." Er konnte sich wohl denken, welchen Wirbel seine neue Entdeckung auslösen würde. Binnen kürzester Zeit explodierten die Medien. Noch nie hatte sich eine wissenschaftliche Entdeckung zuvor in der Geschichte der Menschheit so schnell über den ganzen Globus verteilt. Die erste öffentliche Demonstration der Entdeckung fand am Abend des 23. Januar im Hörsaal des Physikalischen Instituts Würzburg statt. Der Saal war vollkommen mit unter Spannung wartenden Menschen gefüllt. Als Röntgen eintrat, entlud sich die Erregung der Menschen in einem überschwinglichen Beifallssturm. Die Schlicht und Bescheidenheit, in der Röntgen seinen sachlichen Vortrag über die X-Strahlen hielt, stand dazu in einem merkwürdigen Kontrast. Dennoch waren die Zuhörer von seiner Rede so begeistert, dass immer wieder laute Beifallsbekundungen den Vortragenden unterbrachen. Der Höhepunkt des Abends war natürlich die Demonstration der X-Strahlen. Röntgen bat einen Freiwilligen nach vorne, der seine Hand mit den entdeckten Strahlen fotografieren lassen durfte. Als erster Wissenschaftler in der Geschichte wurde er 1901 mit dem Physiknobelpreis ausgezeichnet. Dennoch ließ er seine Entdeckung nicht patentieren, da er es als wichtiger empfand, die neuen Strahlen schnell und zum Wohle der Menschen zum Einsatz kommen zu lassen, statt sie zu einem eigenen Vorteil zu vermarkten. Die Entdeckung der X-Strahlen bewegte und faszinierte Wissenschaftler aus aller Welt und regte sie zur Weiterforschung an. So führte der Ansturm nur wenige Monate später zur Entdeckung der Radioaktivität durch Henri Becquerel. Natürlich überschlugen sich auch die Medien mit Berichten, welche nicht allzu selten der Unwahrheit entsprachen. Extra, extra, extra Blatt! Wenn man den Schatten eines Knochens mit Hilfe von X-Strahlen in dem Gehirn eines Hundes abbildet, löst das bei ihm Hunger aus. Extra, extra! Sensation! X-Strahlen undurchlässige Darmunterwäsche. Schützen Sie sich jetzt vor Nacktfotografie. Jene meist nicht ganz korrekten Zeitungsberichte schmerzten den peniblen und stets auf höchste Korrektheit bedachten Forscher. Wo Ruhm ist, kommt es selbstverständlich auch zu öffentlichen Streitereien darüber, wer die Strahlung zuerst erfunden hat. So auch Philipp Lennart. Er entdeckte die Kathodenstrahlung und behauptete 1896 auf der Versammlung der deutschen Naturforscher und Ärzte in Frankfurt, dass X-Strahlen nichts anderes als Kathodenstrahlung mit unendlich großer Ausbreitungsgeschwindigkeit wären. Lennart sah sich zeitlebens als geistigen Vater bzw. Mutter der X-Strahlen und schrieb noch kurz vor seinem Tod: "Röntgen war die Hebamme bei der Geburt der Entdeckung. Diese Helferin hat den Vorzug, das Kind zuerst vorzeigen zu können. Mit der Mutter kann sie aber nur von Unwissenden verwechselt werden, die vom Entdeckungsvorgang und vom Vorausgegangenen nicht mehr wissen als Kinder vom Storch." Doch Röntgen hatte zu diesem Zeitpunkt schon längst die unterschiedliche Natur der beiden Strahlenarten experimentell bewiesen. Ein weiterer Hochstapler namens René Blondlot von der Universität Nancy wollte im Jahre 1903 ebenfalls an dem Ruhm teilhaben.
So entdeckte er angeblich die sogenannten N-Strahlen, benannt nach seiner Universität, und behauptete, sie seien besser für diagnostische Zwecke geeignet als die X-Strahlen. Bei der erzwungenen Vorführung auf einer Pressekonferenz stellte sich jedoch relativ schnell heraus, dass es sich dabei nur um Betrug gehandelt hatte. Unter dem Geflüster des Knights litt Röntgen sehr. Aber auch der Ruhm und die zahlreichen Ehrungen, die ihm entgegengebracht wurden, waren ihm eine große Last. Die Muse, die er für seine Arbeit im Labor brauchte, wurde jetzt durch unzählige Anfragen, Korrespondenzen und Besuchertermine gestört. Röntgen zog sich immer mehr zurück, wurde zunehmend verschlossener und unnahbar. Nach dem Tod seiner Frau 1919 zog er sich noch weiter zurück und verbrachte seine restliche Zeit nun immer häufiger in Landshäusern. Am 10.02.1923 verstarb er schließlich in München an Darmkrebs. Zuwider seines Testamentes wurde die X-Strahlen in seinem Heimatland nach ihm benannt, heute bekannt als Röntgenstrahlen.